Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiva und das ist der Yandere-Simulator. Und diese blöde, böse Kokona ist uns ja einfach sowas von ausgekommen. Ich habe meine Streichhölzer verloren wegen Senpai. Oh. Deswegen werden wir sie dieses Mal in eine kleine Falle locken. Ich hoffe, es wird funktionieren und ich hoffe, sie wird nicht einfach wieder brennen und gehen. Die zeigt uns hier einfach mal den Stinkefinger, ne? So, Kokona. Oh. Kann ich die Streichhölzer nicht tragen, während ich mit ihr rede? Doch, ich glaube schon. Ich stand noch nicht richtig. Warte mal. Nee, es geht wirklich nicht. Okay. Kokona? Talk? Würdest du mir bitte folgen? Das ist richtig, richtig cool. Das ist in der Ecke da hinten. Komm mal mit. Okay, sie kommt mit. Das ist so ein Miststück. Wie, sie bekommt jetzt ihren Anruf. Moment. Kommt sie? Ja. Sie hat sich genauso einmal im Kreis gedreht wie ich. Sehr gut. Ja, musst du auch nicht sein. Ich gehe nur an dir vorbei, du Idiot. Ja? So, weil wenn wir das nämlich hier tun, dann haben wir auch keinen so weiten Weg. Das ist auch ganz praktisch. Komm mal bitte her. Guck mal, ich will dir was zeigen. Oh! Verdammt, jetzt bin ich gestolpert. Sie läuft immer noch. Zack. Und weh, du verbrennst jetzt nicht richtig. Na also, bitte. Vielen Dank. Es funktioniert ja doch. So, du kommst jetzt mal mit. Sie brennt immer noch. Kann ich sie auch tragen? Ach Mist, jetzt ist es schon vorbei. Okay, was machen wir zuerst? Ich glaube, zuerst werden wir sie mal zerstückeln. So. Ah, oh, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Okay, gucken wir einfach, ob es funktioniert. Oder ob sie jetzt dann wieder den alten Skin hat, einfach. Nicht mehr verbrannt. Ah? Oh? Kokona, bist du's? Wessen Kopf ist das? Nicht der Arm. Mein Gott. Wer bist du? Also sie ist anscheinend... Also ist das noch Kokona? Die Augenfarbe stimmt nicht, die Haarfarbe stimmt nicht. Aber sie ist ja auch verbrannt. Aber der Rest ist nicht verbrannt. Und schwarze Haare? Okay. Können wir den Torso verbrennen? Verbrennen, sag ich. Oh. Jetzt ist es aller voll. Das ist ja witzig. Jetzt ist es voller Benzin. Kann ich das da reintun? Nee, anscheinend nicht. Also zerstückelte Teile kann man nicht reintun. Okay. Oh Gott, ich will den Kopf mitnehmen. Wessen Kopf ist das? Ich gehe jetzt mal nicht an den. Ach so. Ich glaube, ich gehe am besten hinten rum. Hey, vielleicht muss man dem Baum da ja irgendwie eine Opfergabe bringen. Oder man muss mit der Schaufel dahin und buddeln. Ich hole mal kurz die Schaufel. Vielleicht kann man da ja graben. Ich meine, als ich den Ring hatte, da hat sie doch was gesagt. Irgendwie mein Ring oder so. Oh mein Gott, hier ist ja eine Axt. Oh, ein neues Tötungsinstrument. Vielleicht kann ich auch den Baum fällen. Okay, Moment. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir da hinten buddeln können. Oh. Jetzt mache ich hier noch einen auf Landwirtschaftssimulator. Aber ich will es wissen, ich will es wissen. Kann ich hier irgendwas tun? Irgendwie graben? Moment, die Zeit läuft noch schneller. Immer noch. Hm. Vielleicht muss ich einfach mal lachen. Der Kopf da hinten rutscht ja runter. Der nicht Kokonas Kopf ist. Nee, also buddeln kann man hier, glaube ich, nicht. Schaut nicht so aus. Gut, es kann halt sein, dass ich dafür den Ring brauche, damit das irgendwie ausgelöst wird, damit ich hier irgendwas machen kann. Aber wo bin ich denn? Ah.
Manchmal muss man das Handy auch zweimal rausholen, wenn es irgendwie die Zeit nicht ausbremsen möchte. Falls ihr euch wundert. Kann ich hier irgendwas noch tun? Nochmal mehr zerstückeln oder so? Nee. Okay, ich guck mal kurz, ob ich den Baum fällen kann. Oh, das wäre so lustig. Erst den Baum fällen und dann da graben. Und der Kopf rutscht immer weiter runter. Und wupp. Okay, kann ich hier was tun? Ich kann die Kassette nehmen. Nee. Aber hier bei dem Baum ruckelt es immer. Das ist irgendwie komisch. Es wäre hier was in Planung oder so. Ich hole mir mal kurz den Kopf wieder. Und gehe mich waschen. Wir können auch noch kurz in die Turnhalle gucken, ob es hier was Neues gibt. Das sieht komisch aus. Ich bin verschwunden. Aha. Ah, ich bin hinter der Tribüne. Da ist halt noch was, sieht man ja. Da kommen auch noch Räume, aber die gibt es halt einfach noch nicht. Okay. Zack. Wo bin ich denn? Ah, da. Moment, waschen. Noch hat's ja eh gar keiner mitbekommen, was passiert ist. Die liegt da ja auch ganz gut in dem Garten. Da kriegt das ja eh keiner mit. So. Dann machen wir uns hier mal nackig. Und gehen waschen. Ich würde gerne mal die Badewanne voll mit Köpfen machen. Das wäre auch witzig. Aber sehr aufwendig. Ach, warum nicht? Mal den Schwimmanzug. Badeanzug. Schwimmanzug. Pff, soll ich das wirklich wieder... Ja, verbrennen wir es halt schnell. Sonst am Ende kommen die uns gleich drauf. Und dann ist der ganze Spaß vorbei. I'm not in the mood for this. Ja, ich will hier nur was verbrennen. Mann. Die sind echt nervig. So. Don't make me hurt you. Brauchst du nicht. Ich bin schon wieder weg. Und ich bin, glaube ich, viel gefährlicher als ihr. Ich sag's nur nicht. So. Ein kleiner Kopf. Den ich immer noch höchst interessant finde, weil es irgendwie nicht Kokonas Kopf ist. Also es ist wirklich... Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, was mache ich jetzt mit dem schönen Kopf? Ich könnte ja mal rumfragen, ob die wissen, von wem der ist. Hier ist keiner. Hallo? Seid ihr alle schon im Unterricht? Oh ja, da fängt er jetzt gleich an. Ich könnte Senpai hier den hinlegen eigentlich. Warte mal, wo setzt der sich immer hin? Auf der Seite. Oh, nicht runterfallen. Nicht runter. Ah! Guckt zwar in die falsche Richtung, aber ist okay. Kann man durchgehen lassen, oder? So. Dann gehen wir auch noch schnell in den Unterricht, sonst ist es ja so auffällig, wenn wir jetzt nicht in den Unterricht gehen. Eh schon vielleicht ein bisschen auffällig, weil wir einen Badeanzug tragen, aber das gefällt uns. Wir waren gerade noch schwimmen. Please try to make it to class on time. Es tut mir sehr leid, ich war noch schwimmen. In der nicht vorhandenen Schwimmhalle. Egal. So, jetzt muss ich mal gucken, ob Senpai sich jetzt auf den Kopf setzen wird. Wäre auf jeden Fall ein Anblick, der mir gefallen würde. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwas anderes Cooles noch mit diesem schönen Kopf ausmachen. Machen können. Ausmachen. Da kommt. Nee, da kommt er noch nicht. Das sind irgendwelche anderen Leute. Ich gehe mich nichts an. Geht mal weg. Da kommt er. Oh, und gleich wird er seiner Liebsten gegenübertreten, die jetzt tot ist, denn jetzt bin ich deine Liebste, hörst du? Der schwebende Kopf. Nein! Du wagst es, Senpai.
und setzt dich einfach in Kokona. Also in ihren Kopf. Bin ich eigentlich nicht schon zu nah? Oh, jetzt bin ich zu nah. Ja, steh mal auf. Ich meine, du... Hä? Oh mein Gott, Senpai. Warum tust du denn sowas? Du bist ja dreist. Lass mich den Kopf wenigstens wiederholen. Nein, ich muss doch den Kopf holen. Was ist mit dir? Da ist ein Kopf. Guck doch. Oh. Okay. Dann iss mal bitte auf, damit ich den Kopf wieder haben kann. Vielen Dank. Der hat ja einen Knall, oder? Also wenn das nicht ein Psychopath ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, ja, er. Ich glaube, ich nehme den Kopf mit in den Unterricht. Das ist mein neues Spielzeug. Guck mal, das ist mein neues Spielzeug. Oh, ich muss in den Unterricht. Du setzt dich jetzt dahin. Das ist jetzt deine neue Klasse. Oh, sowas. So. Hey, du sollst doch auch aufpassen, Mensch. Ja, sehr schön. Jetzt mag ich sie viel lieber. Please try to make it to class on time. Du hast doch gesehen, dass ich schon die ganze Zeit da bin, du dumme Lehrerin. Du willst Lehrerin sein. Hätte ja auch was sagen können. Oh, da saß jemand. Okay, was machen wir jetzt? Ich bringe sie mal wieder in den Kochclub. Da würde sie ja normalerweise jetzt hingehen. Ich beschere ihr genauso einen Tag, wie sie es halt auch einfach kennt, ne? Und ich überlege gerade, wo ich dahin muss. Da muss ich da lang. Noch ein letzter Tag, so wie immer, für die kleine Kokona. Ich könnte ja dem Kochclub einfach noch beitreten, dann merkt's keiner. Ich stell dich mal kurz hier ab. Oh. So? Wieso? Ich will, dass du mich anguckst. Geht halt nicht. Naja, gut. Dann ist sie halt jetzt so. Ich möchte hier bitte beitreten. Greetings. Denn ich habe ihr versprochen, dass ich das letzte Mal, wenn sie dann eben tot ist, das Essen kochen werde. Wobei ich eh nicht glaube, dass das die Kokona ist. Das muss doch jemand anderes sein. Schaut sie euch doch an. Oh. Hallo? Oh Gott. Wie sie sich einfach freut. Oh, ich bin ja... Hey, ich bin ja viel schneller als die Kokona. Die macht ja jedes Würstchen immer einzeln. Ich mach eins und hab alle. Ich bin ja viel besser im Kochclub aufgehoben. Oh, jetzt habe ich den Kopf genommen. Meine Lieben, heute gibt es Kopf. Bitteschön. Nein, ich habe euch nur verarscht. Hier ist die Platte. Guck. Oh. Soll ich mich jetzt da hinsetzen? Kokona ist ja schließlich verhindert. Kann ich den Kopf eigentlich da drauflegen? Oh. So. Und jetzt möchte ich die Platte nehmen. Nee, jetzt hat sie nur die Platte genommen. Nee, geht nicht. Naja, gut. Dann bringe ich mal den Kopf der Direktorin und... Schau mal, was die dazu sagt, aber ich glaube, es reagiert wirklich gar keiner darauf. Bestimmt, weil das nicht Kokona ist. Es ist irgendjemand Fremdes, den keiner kennt und es ist denen halt egal. Haben ja nichts damit zu tun. Ganz bestimmt. Warte. Ah, da ist noch nichts drin, okay. Kann ich den Kopf nähen? Manchmal hat das so komische Bugs, das ist ziemlich witzig. Ich habe da schon ziemlich komisches Zeug nähen können. Nee. Schade. Das wäre jetzt natürlich auch nochmal witzig gewesen. Nee. So.
Ach so, hier, ihr seid doch hier die Okkulten. Was haltet ihr denn von Köpfen? Guck mal. Langweilig? Okay. Nee, es interessiert wirklich keinen. Oh, und ich glaube, ich bin, ja, einmal vorbeigelaufen. Egal, ich konnte noch ein bisschen gucken. Hier, schauen Sie mal. Ein Kopf. Interessiert Sie das nicht? Mann, ich will sie da abstellen. Mann. Da. Nimm doch den Kopf. Es ist keiner von unseren Schülern. Das ist mir egal. Ach so. Na gut. Dann mache ich noch ein schönes Abschiedsfoto. So. Das hänge ich mir zu Hause auf. Und jetzt mache ich die Sause. Oh. Hilfe! Gott. Ah, schnell weg! Probieren wir noch ein Easter Egg aus. Gibt es noch eins, das wir noch nicht ausprobiert haben? Ich weiß gerade nicht, was Cirno-Mode ist. Ah, doch, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was man da machen kann. Hat sogar noch die Kochmütze auf. Stirbt sie jetzt daran? Oder. Ah! Man muss nur treffen, ja. Ah, das mit dem Fliegen ist ja voll cool. Oh, man kann aber nicht außerhalb vom Zaun. Also sieht eigentlich ganz witzig aus. Ah ja, die Lehrerin auch. Hä? Aber es geht nicht die ganze Zeit. Ah, okay, man muss mehrmals auf die Taste einfach draufhauen, dann geht das. Okay. Hier ist eigentlich auch nochmal ganz... Wo ist denn sie hier hin? Hä? Ach, ich bin... Oh, Hilfe, ich bin ja gerade ganz oben, ne? Ich muss mal kurz schauen, ob das bei der Direktorin auch funktioniert. Bei der Lehrerin hier funktioniert es komischerweise nicht. Ah, jetzt. Oh Mann, da muss man echt ganz genau treffen. Fliegen wir mal ganz kurz. Wo bin ich denn? 2-1. Oh, da ist meine Lehrerin. Die mag ich ja gar nicht. Die sind eine dumme Kuh. So. Oh, es ist ein schöner Feenstaub. Aber ganz böse. Ich finde, sie könnten eigentlich von Elfenlied noch jemanden einbauen. So mit den Kräften und so. Das wäre eigentlich auch ziemlich geil noch. Ja gut, wir haben After School. Da ist natürlich auch kaum noch jemand da. Ah, die sind noch da. So. Guck mal, die Platte. Die nehme ich mal mit. Ich bin ein ganz lieber Engel. Oder Fee oder so. Ah, da ist der Kopf noch. Okay, das interessiert sie anscheinend. Nein, nein, sie ist wirklich jemand ganz Besonderes. Ihr kann man nicht wehtun. Sie mag sich, sie umgibt sich gerne mit fremden Köpfen und Feen mit Würstchen. Und damit verabschiede ich mich von euch für diese Folge und sage vielen Dank fürs Dabeisein. Tschüss!